Ja, hallo, ich bin Petra. Die Uhr läuft. Ich möchte euch eine Frage stellen. Wer von euch wusste als Kind schon, was er werden will, wenn er groß ist? Ich wusste das, aber ich bin's nicht. Das ist mies, weil das war meine zweite Frage. Und wer ist das geworden, was er werden wollte? Das wollte ich auch wissen. Hulla, die Waldfee. Okay, gut, dann haben wir ja viele von mir heute da. Ja, ich will euch heute überhaupt nicht mit Technik voll labern, weil das glaube ich kann ich selber. Ich will euch zeigen, das war ich mit sage und schreibe 9 Jahren. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass ich mich mit 9 Jahren schon im Libanon, mit Großbritannien, mit der Europaflagge, die leider noch ein bisschen falsch rum war, mit den Olympischen Spielen, mit Abgas, was ich anscheinend, oder Exhaust, was anscheinend nicht so glücklich für mich war. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was ich mit den vielen Mädchen da unten zu tun hatte. Dann muss man sich, glaube ich, vorstellen, dass ich mit 9 Jahren schon ein bisschen anders war als andere Mädchen. Laut meiner Mutter wollte ich also zunächst hauptberuflich Prinzessin werden. Dann wollte ich Profisportlerin werden, dann Pilotin und dann Notfallchirurgin. Jetzt könnt ihr mal raten, was ich wirklich geworden bin, aber du hast es leider schon verraten. Ich habe tatsächlich Hochleistungssport gemacht. Ich bin 800 Meter gelaufen und das war eine harte Strecke und das hat mich so ein bisschen geprägt, auch fürs Leben. Insofern, als dass ich jemand bin, der ganz gut im Beißen ist und wahrscheinlich die notwendige Disziplin mitgekriegt hat, die ich in meiner Situation als Mensch, der ich nun mal bin, auch brauche. Was ich nicht gewusst habe, und das hat mich sehr erstaunt, ist, ist, dass ich dann tatsächlich, als ich neulich mein Abi-Heft gefunden habe, auch noch Fotograf werden wollte. Konnte ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Was hat das jetzt alles mit der Sesamstraße zu tun? Ich weiß nicht, ihr seid alle ja, so, das könnte vom Alter her hinkommen. Die Sesamstraße gab es in Bayern nicht. Und ich war eins der wenigen Kinder, aufgrund der Tatsache, dass ich amerikanische Verwandtschaft habe, die Sesamstraße schauen konnte. Weil, und das war also mein absoluter Liebling, das ist Susanne Klickerklacker. Ich weiß nicht, wer sich noch an sie erinnert. Und das war mein absoluter Star. Das war ein Mädchen, die von sich selbst behauptet hat, sie ist das klügste Mädchen der Welt. Wow, das fand ich echt spannend. Wie gesagt, es gab in Bayern keine Sesamstraße, denn laut dem Bayerischen Rundfunk der 70er Jahre war die Sesamstraße leider nicht so ganz das, was die soziale Situation in Bayern korrekt darstellt. Und der Werbeclip ähnliche Charakter der Sendung den kritischen Verstand eines Kindes nicht schärft. Tja, scheiße. Insofern war das schon mal, ich war einfach anders. Also ich habe mich auch mit meinen Leuten in der Schule unterhalten, die haben es nicht so ganz verstanden. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, ihr kennt den Titelsong vielleicht noch, das waren die großen Fragen meines Lebens. Und die ich mir immer wieder gestellt habe. Wer bin ich? Warum? Wie viele? Was mache ich eigentlich? Und wie kam das? Ich bin ein sogenannter Scanner-Mensch, nennt man diese Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem Begriff gehört habt. Scanner-Menschen sind Menschen, die sich unglaublich intensiv mit einer Sache beschäftigen, die auch total neugierig sind und immer wieder neue Sachen entdecken, reintauchen, bis sie so gut sind da drin, darum kann ich auch einen Mac bedienen, dass es wirklich klappt. Und das Schlimme ist, nach circa einem halben Jahr interessiert es mich nicht mehr. Das ist nicht so günstig und darum eben auch diese vielen Berufswünsche. Warum nicht günstig? Weil einfach die Problematik ist, dass die ganzen Menschen um dich herum, und das war also das gängige Prinzip der Tage, wo ich noch etwas jünger war, war also, naja, also was machst du denn nach dem Abi? Du musst eigentlich eine Banklehre machen. Oder du gehst in ein Jurastudium.
Pilot konnte ich leider nicht werden, weil die Lufthansa hat damals noch gesagt, Frauen als Piloten, das geht gar nicht. Weil da kommt es zu emotionalen Konflikten im Cockpit. Das wollen wir nicht. Es gab damals, als ich 18 war, zwei Pilotinnen. Und ich konnte leider nicht die dritte sein. Das Problem ist, dass viele Leute das nicht verstehen, dass einem langweilig wird. Und die meistgefragte Frage, die ich in meinem Leben gestellt bekommen habe, ist, weißt du eigentlich überhaupt, was du willst, Petra? Das fing an als Kind, das ging weiter bei meinen Eltern und das ist heute noch so, dass ich teilweise meine Kollegen und meine Mitstreiter vor Dinge stelle, die sage, wo sie sagen, hallo, wir haben doch gerade erst hier angefangen, können wir das jetzt mal bitte irgendwie weiterführen? Wo ich sage, ja, macht ihr mal, aber ich konzentriere mich dabei schon mal wieder auf was anderes. Das ist ein Riesenproblem für jemanden, der noch nicht erkannt hat, und das habe ich natürlich auch lange nicht, dass er so ein Scanner-Mensch ist. Weil man kann sich auch vorstellen, dass in einer Zeit, wo eben genau das gegolten hat, Banklehre, man muss irgendwo seinen Weg finden, alles muss unglaublich geradlinig sein. Wir hatten alle noch Väter, die noch mit irgendwelchen Uhren 25-jährige Zugehörigkeit, ne? Das ist ganz toll, ausgestattet waren. Und ich habe einen Werbespot, weil ich habe nämlich angefangen, als Werber zu arbeiten, tatsächlich nach meinem Abitur. Ich habe einen Spot rausgepackt, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, von der Stadtsparkasse. Das war damals das Ziel. Mein Haus, mein Auto und mein Boot, meine Dusche, meine Badewanne und mein Schaukelpferd. Aber in der Schule da war es mein Anlageberater. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das mal irgendjemand toll fand, oder? In Zeiten der Transparenz, in Zeiten der, das war das, wo alle hingestrebt sind. Geld, Kapitalismus, das muss sein. Wie gesagt, ich war ganz anders, weil mein Leben verlief bunt. Also, nach dem Abitur habe ich als Werber gearbeitet und habe festgestellt, das ist eigentlich für mich genau das Richtige. Also, ich habe lange als strategischer Berater gearbeitet in der Werbung. Ich konnte mich mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigen und das war für mich natürlich super. Also ich habe Automobil und alles Mögliche gemacht, könnt ihr nachher noch sehen, ich habe eine kurze Zusammenfassung gemacht. Und das Schöne ist, dass diese Scanner-Leute drei Fähigkeiten haben, die eigentlich in der heutigen Zeit total wichtig sind. Und das möchte ich eigentlich jetzt nochmal auf den Punkt bringen. Auf der einen Seite hat ein Scanner-Mensch Innovationsfähigkeit. Warum? Aufgrund der Tatsache, dass man sich jahrelang mit unterschiedlichsten Themen beschäftigt, ich habe in London unter anderem für einen großen Konzern gearbeitet und war dort für die Einführung von einer Infrastruktur in London City zuständig, für die London Underground. Und ich hatte Erfahrungen in Big Data aufgrund der gleichen Geschichte, was mich dazu geführt hat, dass ich tatsächlich in einem Steering Committee saß in der Landeshauptstadt München für Smart City. Wir erinnern uns, ich habe nie studiert. Selbstständigkeit. Selbstständigkeit ist natürlich ein weiteres Thema, weil das Coole ist, aufgrund der Tatsache, dass du dich immer wieder mit neuen Themen beschäftigst, ist es natürlich auch so, dass du immer wieder neu startest. Das heißt, du wirst auch selbstständig. Ups, jetzt war ich zu schnell. Und das Dritte ist die Adaptierfähigkeit. Das heißt, aufgrund der Tatsache, dass ich in all denen, und ich spiele es einfach ganz kurz nochmal zurück, wenn das nette Chamäleon das will. Aufgrund der Tatsache, dass ich mich mit so vielen Dingen beschäftigt habe in meinem Leben, habe ich überhaupt gar keine Schwierigkeit, mich immer wieder an neue Themen anzudenken. Das sind all die ganzen Themen, mit denen ich mich in meinem Leben beschäftigt habe. Was ist die Quintessenz daraus? Es gibt kein Leben nach dem Buch. Es gibt kein Leben, das unbedingt genauso ausgerichtet sein muss,
Man muss kein Studium haben, auch wenn es am Anfang schwierig ist, sage ich auch dazu, am Abend in irgendwelchen Kneipen zu stehen und gefragt zu werden, na, und wo hast du denn studiert? War ab und an nicht so lustig, ist ein bisschen einfacher geworden, als ich älter geworden bin, weil mein Selbstbewusstsein da auch gestiegen ist. Aber das Schöne ist, du hast ein Leben, was einfach wirklich out of the box kommt. Und das Schöne ist, du bleibst dein Leben lang neugierig. Das heißt, ich habe mich mit so vielen Themen beschäftigt, es liegen noch so viele Themen vor mir und es gibt eine, und da schließe ich auch mit der Sesamstraße wieder, eine Quintessenz für mich im Leben, mal schnell nochmal spicken, für mich ist es wichtiger, und das ist das, was ich euch mitgeben will, nehmt das Leben selbst in die Hand. Man schaut von außen gerne auf einen Menschen und du weißt nicht, was dahinter steckt. Und lasst nicht andere Überhand über euch selber kriegen. Das ist eigentlich genau das, was ich euch mitgeben will. Danke.